Wir wollen unsere Bibelstunde im Namen Jesu beginnen und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend hier in unserem großen Saal der Langensteinbacher Höhe. Wenn ich so hier reingucke, denke ich, hui, seid ihr alle furchtbar verteilt, aber ihr könnt euch noch zuwinken und wissen, es gibt noch andere Menschen in weiteren Reihen. Ist schon sehr dünn und licht in unserem großen Saal. Aber nichtsdestotrotz, schön, dass ihr da seid und wir miteinander diese Bibelstunde haben können. Und auch an diesem Abend nehmen wir in unsere Begrüßung die mit hinein, die mit dem Livestream über diese Möglichkeit mit uns verbunden sind und wir so miteinander jetzt diesen Abend erleben können. Auch heute Abend beginnen wir mit der Erinnerung an die Losung und an den Lehrtext. Wir haben eine sehr schöne, aus unserer Perspektive, gottesdienstliche Erinnerung, nämlich indem wir ein Psalmwort aus dem 119. Psalm haben mit dem 162. Vers. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und dazu gestellt Johannes 6, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und damit herzlich willkommen zu diesem Abend. Wir wollen gemeinsam singen, unseren Gott ehren und nehmen, nein, wir nehmen kein Liederbuch zur Hand, schon falsch. Wir kriegen es an die Leinwand projiziert und singen, du bist unsere Zuversicht.
Ein paar Hinweise, Informationen, die für heute und die kommende Woche dran sind. Für heute Abend gilt wieder, für die, die da zum ersten Mal hier sein sollten, dass wir auf dem Blatt Papier, das auf Ihrem Platz liegt und lag, Ihren Namen benötigen. Soweit ist das ausreichend. Die ansonsten, die in unserem Haus gemeldet sind, das langt. Wenn nicht, dann brauchen wir auch eine Adresse, eine Telefonnummer. Aber ich denke, die weitaus meisten wissen darüber Bescheid. Dann weisen wir hin auf unser Livestream-Programm, ist in der Homepage einsehbar und liegt auch noch in Papierform aus, damit Sie wissen, was zu welcher Uhrzeit gesendet wird. Auch darauf weisen wir gerne hin. Und dann haben wir ja zurzeit unsere Familienfreizeit im Haus. Und bei unserer Familienfreizeit ist es ja so üblich, dass wir vormittags unsere gemeinsame Bibellese haben und abends eben die verschiedenen Themen versuchen, ein bisschen zu bewegen aus dem Themenfeld verantwortlich leben einer digitalen Welt, Ehe und Familie, Kinder und christlicher Glaube, Mission. Und ein Bereich ist auch in diesem Jahr das Stichwort verfolgte Gemeinde. Und da werden wir morgen Abend einen besonderen Missionsabend haben mit Pastor Manfred Müller von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, den wir heute Abend schon ganz freundlich in unserer Mitte begrüßen können. Schön, dass du dich optisch schon so gut in mein Feld gesetzt hast. Herzlich willkommen, Manfred. Schön, dass du da bist. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag morgen Abend. Morgen Abend, 20 Uhr, wird er sprechen zum Thema Jesus allein ist genug. Wirf dein Vertrauen nicht weg, denn Jesus kann sogar noch aus seinen Tiefpunkten Wendepunkte machen. Lade herzlich ein, morgen Abend, 20 Uhr im kleinen Saal, Missionsabend mit Manfred Müller. Am Freitagabend haben wir das Hiskia-Gebet, gemeinsam diesmal in der Evangelischen Kirche in Ittersbach um 19.30 Uhr. Und dann sind wir schon beim nächsten Sonntag angelangt, Gottesdienst 10 Uhr, wie wir es kennen. Und davor um 9.40 Uhr unser gemeinsames Gebet in Seminarraum 2. Und ein Blick auf heute in einer Woche. Auch heute in einer Woche ist Bibelstunde geplant. Auch heute in einer Woche wollen wir noch mal ein bisschen weiterlesen in unserem Nehemia um 19.30 Uhr und haben davor um 19.10 Uhr dann unsere Gebetszeit. Die ist ja an dem Mittwochabend immer noch ein bisschen am Platz suchen. Jetzt ist sie wieder ein bisschen verdrängt worden, weil der Gruppenraum 3 vom Puppentheater requiriert wurde. Wenn ich richtig informiert bin, treffen sich alle treuen Beter kommenden Mittwoch 19.10 Uhr im Seminarraum 2. Lasst euch, liebe Beter, nicht unsicher machen in eurem Dienst, nur weil die Raumfrage Mittwochabends zurzeit ein bisschen instabil ist. Wir sind dankbar für jeden, der mitbetet. Also kommenden Mittwoch voraussichtlich 19.10 Uhr Gebet in Seminarraum 2. Soweit meine Informationen und Bekanntgaben, die dran waren. Und bevor wir jetzt auf die Lesung hören aus Nehemia 3 und Nehemia 4, wollen wir noch ein paar Strophen singen aus dem Lied »Der Herr ist gut«, in dessen Dienst wir stehen. Und dann können wir so einen Arbeitstext wie Nehemia 3 und 4 auch richtig gut lesen und aufnehmen. Yeah.
Wir bauen die Mauer, der zweite Teil der Nehemia-Denkschrift, ist das Thema heute Abend. Und wie schon angekündigt, lese ich dazu aus Nehemia 3 den Schluss ab Vers 33 und das Kapitel 4. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern zu der Oberschicht von Samaria und sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte: Was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Höre, unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind, und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückkommen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu, und ihre Sünde werde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht, denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Wir aber bauen die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte, und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sagte: Die Kraft der Lastträger schwindet, und es ist noch so viel Schutt da, wir allein schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Unsere Bedränger aber sagten sich: Sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten: Von allen Orten, wohin ihr euch auch wenden mögt, sind sie gegen uns. Da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen, da stellte ich das Volk auf, nach Sippen geordnet mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes: Fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen: Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Und ich sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes: Das Werk ist groß und weitläufig, und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weit ab von seinen Brüdern. An den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk. Die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit, vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Zu derselben Zeit sagte ich auch zum Volk: Jeder soll mit seinem Helfer die Nacht über innerhalb Jerusalems bleiben, sodass sie uns nachts als Wache dienen und tagsüber am Werk. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder hatte eine Waffe, seine Waffe zu seiner Rechten.
Ich bete. Vater im Himmel, hab Dank für diese Stunde in der Mitte der Woche, wo wir uns treffen dürfen, um über dein Wort nachzusinnen. Danke für dein Wort, das du uns gibst. Jesus, du liebst uns, du kennst uns, du bist unser Helfer, unser Schutz. Du kennst die Lebenssituation, in die wir hineingestellt sind, die Umstände, in denen wir leben. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen in unserem Leben. Danke, dass du das uns zugesagt hast, dass du da bist. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns heute Abend begegnest in deinem Wort, dass du uns ansprichst. Gebrauche du, Andreas Schäfer, uns dein Wort auszulegen und mach uns frei und offen, das aufzunehmen, was du uns durch ihn zu sagen hast. Hab nun Dank für deine Gegenwart und segne unsere Gemeinschaft. Amen. Für die, die heute Abend einsteigen, das Buch Nehemia erinnernd, wir sind in nachexilischen Zeiten angekommen. Wir sind im Nehemia 1 im Jahr 445. Wir haben im Kapitel 1, 2 und 3 miterlebt, wie Nehemia eine ganz besondere Erfahrung erlebt hat, dass er beauftragt wurde, nach Jerusalem zu reisen, das als soziales Wesen immer noch nicht vollständig wiederhergestellt war, durch die ganzen Jahrzehnte hindurch, in denen inzwischen natürlich Juden wieder sich dort angesiedelt hatten. Wir haben ja seit 539 dann wiederum die Rückwanderungswellen. Wir haben seit 515 ja den nachexilischen Tempel. Aber jetzt im Jahr 445, also nochmal Jahrzehnte später, erleben wir unter Nehemia ein ganz besonderes Aufbauprojekt der immer noch teilweise brachliegenden Stadtmauer und damit auch eben einer entsprechenden Einsatz für eine Aufrichtung Jerusalems als Ganzen. Und Nehemia 1, 2, 3 liest sich einfach ganz, ganz wunderbar und ermutigend, wie dieser Nehemia dort seinen ganz besonderen Weg zieht und nach Jerusalem kommt und in der Nacht durch diese Mauer besichtigt mit allem, was da zugehört und dann tatsächlich seine große Rede hält und wieder erwarten tatsächlich, sie sprachen auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. So lesen wir in Kapitel 2, Vers 18. Und dann wird in Kapitel 3 etwas Wunderschönes beschrieben. Man geht dieses nachexilische Jerusalem durch und bekommt also ein Bauteam nach dem anderen präsentiert, wie die an den unterschiedlichen baufälligen Stellen dieser Stadtmauer sich einsetzen. Und diese Liste in Nehemia 3, die ist allein an sich ein Wunder, was da steht. Tatsächlich, sie fangen an, sie bauen diese Mauer wieder auf. Gott hat sie enorm ermutigt und sie gehen diesen besonderen Weg. Wir erleben also die Nachrichten aus Jerusalem, die sind gut. Die Nachrichten aus Jerusalem, die sind gut. Und man kann es übertragen, natürlich für das, was Gott mit seinem auserwählten Volk Israel macht. Ja, man kann das übertragen auf die Geschichte seiner Gemeinde. Man kann es übertragen auf seine eigene kleine Gemeinde. Ja, man kann das übertragen auf sein eigenes kleines geistliches Leben. Das ist natürlich ganz schnell da und so wird auch immer wieder das Buch Nehemia verstanden. Die Nachrichten sind gut. Gute Nachrichten aus Jerusalem. Gute Nachrichten des Glaubens aus einer Gemeinde, aus einem persönlichen Leben. Das gibt's. Ja, das gibt's tatsächlich. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten sind, wenn ein von Gott gewolltes Projekt in Angriff genommen wurde. Gute Nachrichten sind, wenn die Erfahrungen dahinter stehen, dass Rückenwind Gottes die betreffenden Personen geleitet hat. Dass wir hier ein Nehemia tatsächlich erleben konnten. Gott fügt das Ganze in den unterschiedlichsten Etappen für ihn selber, an seinem Berufs- und Arbeitsplatz, in seiner Beauftragung, in tatsächlichen Ankommen in Jerusalem, in Zusammenspiel der unterschiedlichen gesellschaftspolitischen, religiösen, geistigen Kräfte, die er da vorgefuttert hat. Das alles ist für ihn natürlich wunderbar, richtig gut. Rückenwind ist da. Und er sieht es, das Projekt steht da. Überall kann er sehen, wo er in Jerusalem dort unterwegs ist. Es wird an der Mauer gearbeitet. Wunderbar.
Und das erleben wir nun hier in 3,38 noch mal ganz besonders, dass es nun hier besonders noch heißt, wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und selbstverständlich, das Volk gewann neuen Mut, mit ganzem Herzen weiter darin zu arbeiten. Was ist das für eine wunderschöne Nachricht? Es geht voran. Und es kommt dazu, dass in Kapitel 4, Vers 1 es sogar noch heißt, die Lücken begannen sich zu schließen. Diese Breschen, durch die damals die Feinde Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher eingedrungen waren, die werden jetzt wieder geschlossen. Es wird wieder eine Ringmauer gebildet um Jerusalem. Das ist einfach sehr, sehr gut. Und wir hören ja Kapitel 4, Vers 7, dass dann am Ende noch die Leute in die besonderen, noch offenen Stellen mit ihren Waffen hineingestellt werden müssen. Denn das waren natürlich die absoluten Schwachpunkte. Da braucht man nun kein Militärexperte für sein. Aber wie gesagt, es sind gute Nachrichten. Ich weiß nicht, ob wir das von uns kennen, dass wir das von uns selber so sagen würden oder von unserer Gemeinde oder sonst wie sagen könnten. Es gibt Gutes zu berichten. Wir stehen an der Mauer, wir arbeiten gemeinsam, Gott hat Rückenwind geschenkt, das Projekt ist gut, an dem wir stehen und wir erleben, das Ding wächst, die halbe Mauer ist fertig, die Lücken beginnen sich zu schließen, diese offenen Breschen, da wird's weniger, das ist richtig, richtig, richtig gut, das ist doch ein Grund zum Freuen. Und tatsächlich zu erleben, der lebendige Gott nimmt uns mit auf einen guten Weg. Er nimmt uns mit in einem Projekt in unserem Hauskreis, einem Projekt in der Gemeinde, einer Gruppe, einer Bewegung, wie auch immer, einer bestimmten Gegend im Reich Gottes, wo auch immer, wo es gute Nachrichten gibt. Und vielleicht gibt es sogar gute Nachrichten aus Ihrem eigenen Leben, wo Sie sagen, ja, mein Gott ist mit mir einen guten Weg gegangen. Dann dürfen wir uns einfach schlicht darüber freuen. Gute Nachrichten aus Jerusalem. Gemeinde Jesu ist am Aufblühen, die ist da, es wird hell, es wird Licht, wunderbar. Heiligung nimmt zu, Gehorsamsschritte, Heilszeiten brechen an. Aber es sind nicht nur gute Nachrichten, das ist gut, wäre die eine erste Überschrift. Das zweite wäre natürlich, das, was hier beschrieben steht, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Da, wo drüber steht, gute Nachrichten aus Jerusalem, da, wo drüber steht, da geschehen gute Dinge, da ist zu erwarten, dass auch der andere Teil, der hier in Nehemia 3,33 bis zum Ende von Kapitel 4 ebenfalls geschieht. Wo Licht aufbricht, wird die Dunkelheit nervös, ist leider so, das ist zu erwarten. Und das muss man für sich persönlich natürlich wissen. Jetzt kommen diese anderen Welten, jetzt kommen diese Versuchungswelten, diese angefochtene, diese beschwerte, diese schwierige Arbeit, die jetzt geschieht. Und das wird ja hier in Kapitel 3, 33 fortfolgende eindrucksvoll beschrieben. Nämlich dieses Projekt, das Gott gewollt hat, dieses gute Projekt, dieses geistliche Projekt, dieses Gehorsamsprojekt, das ist ein Projekt, das jetzt seine Störung erfährt. Störungen ganz unterschiedlicher Art. Das, was hier abläuft, geschieht ja in einer geistigen Dimension. Und das, was hier so wunderbar handgreiflich beschrieben wird, erleben wir ja ganz verschieden immer wieder in der großen Geschichte des Reiches Gottes, in Detailbereichen, bis unser kleines persönliches gehorsames Leben hinein. Dass solche Aufbrüche, solche Lichtphasen, solche Phasen guter geistlicher Bewegung, die laufen nicht einfach ungehindert nur so flutsch durch. Sie werden mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und das können wir an den unterschiedlichsten Stellen natürlich jetzt wahrnehmen, dass das Ziel des Ganzen ist, was in Kapitel 4, Vers 5 am Ende heißt, nämlich dem Werk sollte ein Ende gemacht werden. Also wieder zurück auf den Ursprungszustand, wieder zurück in die Ruine, wieder zurück in das Grau, wieder zurück auf den alten Level, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Das ist der Gedankengang des Feindes, das ist der Gedankengang, der in der Anfechtung, der in der angefochtenen Arbeit dahinter steht. Das, was aufgebrochen ist, muss wieder runter. Das, was gut läuft, muss gebremst werden. Das, was nach vorne gegangen ist, muss wieder zurückgefahren werden. Dem Werk muss ein Ende gemacht werden. Und das ist der Hintergedanke.
Und jetzt erleben wir, dass jetzt in diesem Text, der sehr eindrucksvoll beschrieben wird, wieder die unterschiedlichsten Wellen der Anfechtung dieser Arbeit vorangehen. Es ist ja auch interessant für uns, dass zuallererst es eine reine verbale Schiene hier gibt, mit der diese Arbeit gehindert werden soll. Wir erleben hier Personen, die wir aus dem Buch Nehemia schon kennen oder noch kennenlernen. Es taucht ja einmal auf ein gewisser Sanballat, es taucht auf ein Tobia, der Ammoniter, es tauchen nachher noch auf in 4 Vers 1 die Araber, die Ammoniter und die Aschdoditer. Und wenn wir einmal diese Namen ein bisschen versuchen zu sortieren, dann ist auf einer Seite natürlich dieser Sanballat ein gewisser Wortführer. Das liegt daran, dass er eine Statthalterposition hatte in dieser Unterprovinz in Samaria, also unmittelbar im Norden anschließend an den Provinzbereich, wo wir hier in Jerusalem sind. Und mit Tobia hat er einen persischen Berater aus dem ammonitischen Bereich. Und dann haben wir noch eben diese Aschdoditer, die auch noch mit da drin sind. Das ist dann eben aus der Provinzhauptstadt der Philister. Und wenn wir jetzt ein ganz klein wenig unsere ja sicherlich vorhandenen geografischen Kenntnisse zusammenfassen, dann merken wir, ich habe jetzt gerade so einen Halbkreis beschrieben um dieses kleine bisschen Jerusalem herum. Also auf der Seite natürlich des Westens sowieso die Mittelmeerpassage und dann vom Norden her kommend eben von Samaria über die arabische Bereich, über die Ammoniter bis hin in den Aschdoditer-Philister-Bereich gibt es nun eine Koalition der Wörter um dieses kleine Jerusalem und ihr Mini-Mini-Mini-Aufbauprogramm herum. Alles, was sich da geistlich bewegt, alles, was sich da geistig bewegt, alles, was da nach vorne geht, das muss wieder runtergefahren werden. Wie kann ich dagegen angehen? Ich kann dagegen angehen mit Spott. Eine Methode. Ich kann dagegen angehen mit Spott. Da kommt dann dieser Fuchs von dem Tobia zum Tragen. Lass ihn nur bauen. Wenn nur ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinausspringt, der reißt es wieder ein. Das ganze Ding, was sie da machen, ist sowieso schon zum Scheitern verurteilt. Und in diesen Gesprächen wird gesagt, von ohnmächtigen Juden ist die Rede. Werden sie dann auch ihren Opfergottesdienst wieder, also ihren ganzen Zirkus wieder da aufführen? Werden sie das in diesen Tagen vollenden? Würden die wollen, die wirklich aus diesem ganzen Schutthaufen wieder was machen? Und dieser Spott, der da entsprechend transportiert wird, der tut seine Wirkung. Spott tut seine Wirkung, das wissen wir. Das wissen wir aus allen Bereichen, da muss man gar nicht im christlichen Bereich beheimatet sein. Das ist da. Aber hinter diesem Spott steckt ja mehr. Wir erleben ja, dass es von Sanballat heißt, dass er zornig wurde. Da heißt es noch einmal in Kapitel 4,1, als aber Sanballat und Tobia, die Araber, Ammoniter, Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalem ausgebessert wurden, wurden sie sogar sehr zornig. Das heißt, dahinter steckt ein böser Ansatz, nicht nur ein Geplänkel oder irgendwie ein Gezicke, so ein böser Gedankengang, mit Spott diese Arbeit zu diskreditieren. Das eine ist also die verbale Attacke. Die erste Welle läuft in der verbalen Welt ab. Die zweite Welle, von der wir hören, ist nun auf einer anderen Dimension, nämlich, dass sie eine Koalition zusammenbilden, um eine gewisse Art von, ja, sagen wir einmal, störenden Militäraktionen durchführen zu können. Diese geplanten Militäraktionen waren jetzt kein Vernichtungsfeldzug, sondern mehr im Sinn von Attacke. Das Wort, was da so steht, meint Wirrwarr anrichten. Also so dermaßen durcheinander bringen, diese ganze kleine Bautruppe mit ihrer Zartheit, dass angesichts dieser kurzen Militärattacken, die da geplant waren, eben das Ganze schiefgehen würde. Und dann würde dem Werk ein Ende gemacht werden. Das sollte so geschehen. So lesen wir, dass das gar nicht großartig publik wird und bleibt. Plötzlich so ein Spontanangriff, so ein paar gezielte Militäraktionen und dann hatte man den Eindruck, dann kriegt man das Ding auch wirklich gelähmt, dann ist das vorbei. Das ist die nächste Welle. Also das eine war der Spott, die Verbalattacken, und das andere war so eine Etappe tiefer gehen, nämlich zu gucken, wie kann ich durch entsprechende Aktionen diese ganze Sache so dermaßen in Stolpern bringen, dass eben das Ganze abgeblasen wird, weil leider zurzeit nicht durchführbar. Ergebnis? Was ist das Ergebnis? Was ist das Ergebnis beim Bautrupp? Das Ergebnis beim Bautrupp ist ganz eindeutig das Ergebnis, als ich ihre Furcht sah, heißt es in Kapitel 4, Vers 8. Furcht ist angekommen. Angst ist angekommen. Das steuernde Element
Das, was sie jetzt im Handeln bewegen soll und im Nichttun bewegen soll, ist Angst. Furcht ist eine unwahrscheinliche Macht zur Steuerung. Das ist ganz offensichtlich. Das wissen wir miteinander. Ich sage das immer wieder. Wer nur halbwegs sein Machiavelli gelesen hat, der weiß das. Ja? Über Furcht und über Angst kann man alles, absolut alles erreichen. Und wir haben das miteinander in den letzten anderthalb Jahren ja in vielerlei Weise durchbuchstabieren dürfen, müssen und sind noch nicht raus. Dass über dieses Instrumentarium der Kopf abgestellt wird und tatsächlich natürlich eine ganz andere Ebene angesprochen wird. Und jetzt habe ich Angst. Ich habe Angst vor Sanballat. Ich habe Angst vor Tobia. Ich habe Angst vor Ammon. Ich habe Angst vor den Aschdoditern. Angst vor den Arabern. Wie ein Kreis sind sie um sie herum. Ich bin quasi schon quasi tot. Furcht ist da. Und Furcht hat etwas unwahrscheinlich Lähmendes. Dieses Lähmende, die sich nicht mehr bewegen, dieses nicht mehr agieren, dieses nicht mehr handeln können, ist genau das, was hier der Nehemia bei seiner Truppe sieht. Als ich ihre Furcht sah. Und dazu kommt ein zweites. Die eine Anfechtung war dieser doppelte Spott und diese geplanten Aktionen, das ist die eine. Und dann wie ein Fremdkörper, so sagen die Ausdrücke, das stimmt schon, steht da dieser Vers 4 mittendrin. Da waren sie ja so gerade so dran und sie hatten schon ihre Mauer halb hoch und die Lücken waren geschlossen und es schien doch alles so in einem guten Drive zu sein. Und dann lesen wir in Vers 4 ein Lied. Also das war nicht nur mal ein Satz, sondern der Gedankengang ist, das war eine Redeweise. Das ging um, das ging von Bautrupp zu Bautrupp zu Bautrupp und hat jetzt eine ganze Welle, eine ganze psychische Welle ausgelöst. Und der Satz hieß, die Kraft der Träger ist zu schwach und des Schuttes ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Das war jetzt der Spruch, das war jetzt der Satz. Das wurde in den Social-Media-Bereich rausgegeben. Damit hat man sich quasi gegenseitig runtergezogen, gesagt, guck mal, das schaffen wir nicht. Ja, es war eine nette Idee, da anzufangen, natürlich. War auch vielleicht, aber vielleicht später irgendwann. Aber jetzt, guck doch an, die paar Hansel, wir sind keine Fachleute. Und guck, jetzt kommen dann noch die Feinde und das Ganze schaffen wir nicht. Jetzt kommt ein ganz blödes Lied. Also ein Lied meint ja, das ist ein Ohrwurm, das bestimmt mich, das wird immer wieder gesagt und immer wieder gesagt. Und wenn die Furcht auf der einen Seite von außen initiiert und sich aufbaut und ich von innen auch noch quasi ausgehöhlt werde mit so einem Lied, dann merkt man das, wie die ganzen Kräfte aus dem ganzen System herausgezogen werden. Das ist etwas, was man erkennen muss. Das ist aber Methode. Das ist Methode. Und das ist etwas, was nun natürlich in diesem Text für uns heute Abend wichtig ist, zu erkennen, dass man das begreift, dass man das erfasst, dass man das wahrnimmt und sieht, dass tatsächlich dahinter eine Struktur dahinter steht. Das ist nicht einfach nur so mal ein kleines Problem, sondern was wir hier erleben, sind Systeme, die immer und immer wieder in den unterschiedlichsten Weisen angewandt werden, auch im geistlichen Bereich angewandt werden. Und dazu gehört eben eine verbale Schlacht, dazu gehört das Sport, dazu gehört das Fertigmachen, dazu gehört das Diskreditieren, das gehört mit dazu, das Blödfinden, das Albernmachen, das an die Wand klatschen, das gehört mit dazu. Es gehört mit dazu, diese unterschiedlichen pointierten Militärattacken in Anführungszeichen zu planen. Da brauche ich gar keine Walze reinschicken. Da kann ich nur so 4, 5 Trupps an unterschiedlichen Stellen in die Breschen reinfallen lassen. Das war ja ihre Idee. Dann geht das kaputt. Dann gehört das dazu, dass das innen ausgehöhlt wird. Das gehört dazu. Das kennen wir doch. Und deswegen steht es auch in der Bibel. Damit wir es begreifen, eine Arbeit, ein Weg, ein Gehorsam, eine Passage, die ich gehe im Namen dieses Gottes, wird mit solchen Dingen konfrontiert werden. Es wird mit Furcht und es wird mit Demotivation gearbeitet. Ich rutsche in die Mutlosigkeit, in die Lähmung, in die Resignation. Ich ziehe mich zurück. Resignare. Resignare. Signare, ich setze mein Zeichen. Ich bin da. Bautrupps. Dang, 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 dang. Resignare. Ich ziehe mich zurück. Ich ziehe mein Zeichen wieder ein. Ich entschuldige mich schon vorneweg, dass ich überhaupt auf die Idee kam, an einer oder anderen Stelle kurz mich zu zeigen. Ich bin schon wieder weg. Ich bin ganz still, ganz lieb, ganz leise. Entschuldigung, ich bin wieder weg.
Und diesen geistlichen Prozess, den muss man begreifen. Der gilt in den kleinsten Erfahrungen des Gehorsams, in meinem kleinen Leben, das ich lebe, und es gilt in Gemeindegruppen, das gilt in Dienstgruppen, das gilt in Gemeindebereichen, das gilt im Reich Gottes, das gilt in Israel, das gilt grundsätzlich. Vielleicht entdeckt jetzt der ein oder andere tatsächlich, das läuft ja gerade ab. Ich bin einen guten Weg gegangen. Ich bin vielleicht gehorsam gewesen an irgendeiner Stelle und jetzt kommt die Furcht. Da kommt der Spott. Und dann kommt auf der anderen Seite noch die entsprechenden Attackenplanungen, die mich ganz nervös machen. Und dann denke ich sowieso, ach, das habe ich mir viel zu viel vorgenommen, das kann ja nie und nimmer was werden, das Schutz ist zu viel und der Träger sind zu schwach, wir können nicht an der Mauer arbeiten, wir werden das nicht schaffen. Und dann merke ich schon, wie ich wieder langsamer werde und die Schritte werden kleiner, irgendwann bleibe ich stehen, irgendwann gehe ich rückwärts. Nehemia, was machst du? Teil 1 war gute Nachrichten. Teil 2 war, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Dass ich jetzt nicht, oh, was ist denn da passiert? Das war zu erwarten. Wer sich ins Licht stellt, wird mit der Dunkelheit zu kämpfen haben. Also was mache ich denn jetzt? Und jetzt erleben wir natürlich hier das, was wir in diesem Text natürlich für uns besonders herausarbeiten können und wollen. Jetzt wird es sogar noch besser. Also es war schon gut, die Nachrichten. Und das war zu erwarten, was die Anfechtung betrifft. Aber das Ergebnis ist sogar noch besser. Dass nämlich trotz der Anfechtungen diese Truppe jetzt ihren Weg geht. Wie ist das gekommen? Wie ist es gekommen, dass es nicht einfach gute Top-Nachrichten aus Jerusalem gab? Wie ist es gekommen, dass nicht nur, oh, wir haben also eingestellt, die Anfechtungsphase zu berichten war, sondern wie ist es dazu gekommen, dass es danach noch besser wurde? Und jetzt kommt dieser berühmte Dreiklang aus Nehemia Kapitel 4, dieser berühmte Dreiklang, der weit hineingeht in die geistliche Geschichte bis in die tiefste Lehre im Neuen Testament der paulinischen Lehrbriefe. Nämlich der Dreiklang für so ein geistliches Leben ist wachen, beten, arbeiten. Wachen, beten, arbeiten. Wir fangen hinten an. Das eine, was hier ganz klar ist, ist, dass hier eine Ansage gemacht wird, dass jetzt hier gearbeitet wurde. Es wurde tatsächlich gearbeitet. Und zur Arbeit, wir werden das irgendwann nochmal in dem Tagesseminar, wenn man uns lässt, das auch nochmal detaillierter auflisten. Zum Arbeiten gehört, dass es ein riesengroßer Segen ist, arbeiten zu dürfen. Und zum Arbeiten gehört, biblisch, es ist einfach anstrengend. Ja? Das gehört einfach dazu. Das heißt, der Spaßfaktor ist überschaubar. So, das heißt, es wird tatsächlich ganz einfach gearbeitet. Da, wo ich in einem geistlichen Leben unterwegs bin, da gehört als eine ganz zentrale Ansage mit dazu. Es wird gearbeitet. Und jetzt kommen natürlich hier Dinge rein, die sind in diesem überschaubaren Projekt ja vor uns erkennbar, aber sie gelten grundsätzlich dazu. Die stehen da an dieser Mauer und haben zu arbeiten. Wir haben natürlich auch dann die entsprechenden Arbeitszeitregelungen ja gehört. Die waren ja hier deutlich vorgegeben. Sonnenaufgang bis Sternenbeginn, das ist ja eine klare Vorgabe. Es war auch klar, dass natürlich dann auch nachts ein entsprechendes Team da zu sein hat, damit entsprechend auch der Nachtwachdienst funktioniert. Ihr braucht gar nicht mehr nach Hause gehen. Wir brauchen jetzt hier von denen, die von ihren Trupps, von den umliegenden Ortschaften kamen, die hatten in Jerusalem zu bleiben. Und die Leitung selber hat sich vorbildlich zu verhalten. Die ziehen da ihre Klamotten nicht aus und wissen, entsprechend wird jetzt gearbeitet. Ganz, ganz wichtig für unser geistiges Leben ist, das flutscht nicht einfach nur so von selbst. Man denkt das immer wieder. Ich bin ja immer wieder auch in der Seelsorge überrascht, wie manche Dinge einfach nur zu tun sind. Da gibt es keinen besonderen Esprit. Da kommt auch nicht nochmal eine Sonderladung Geist runter. Da kommt auch nicht nochmal, oh, jetzt macht es mir mehr Spaß. Sondern viele Dinge unseres Lebens, in unserem geistlichen Leben, in der Gemeinde, müssen einfach getan werden. Ich muss arbeiten. Und wenn ich nicht arbeite, dann handle ich an dieser Stelle ungehorsam. Das muss man wissen. Die sich zurückziehen, flatschen lassen, abhängen, finden wir im biblischen Kontext nicht. Es muss gearbeitet werden. Und es ist anstrengend.
Ganz, ganz wichtig. Warum ist dieses Projekt weitergelaufen? Weil Männer und Frauen bereit waren zu arbeiten. Erster wichtiger Punkt. Vergesst es nicht. Der zweite Punkt ist, die haben gebetet. Die haben gebetet. Und wunderbar, wie das in diesen Text eingebettet wird. Habt ihr dieses wunderschöne, wunderschöne Rachegebet gelesen? Ja, eines Nehemia, der so dermaßen sauer war über das, was da abläuft, dass da jemand sein geistliches Projekt in eine schiefe Ebene reinbringen will mit diesem Spott. Und dann kommt ja dieses klassische Gebet, wo er seiner angeschlagenen Seele Raum schafft und in den Versen 36, 37 dann sagen kann, Herr, unser Gott, wie verachtet sind wir, höre uns, lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass sie der Plünderung preisgibst einem Land, dass man sie gefangen führt, deck ihre Missetat nicht zu und ihre Sündentilge nicht von dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Was für ein tolles Gebet. Oder nicht? Doch, ich find's gut. Denn genau so fühlt er sich gerade. Genau so fühlt er sich. Mein Gott, was da abläuft, das ist unter der Gürtellinie. Und das kannst du denen nicht einfach durchgehen lassen. Und wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Diese Art von Gebeten ist therapeutisch absolut wichtig. Wenn ich das meinem Gott gesagt habe, dann mache ich es schon nicht selber. Denn dann habe ich das genau getan, was uns so sehr hilft. Unseren Schmerz, unsere Wut, unsere Aggression, all das, was uns ausmacht, liegen dann bei dem auf dem Schreibtisch, der damit sehr, 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 sehr gut klarkommt. Sie haben gebetet. Sie haben in dieser Situation gebetet. Und dass das Projekt vom Stadtaufbau funktioniert hat, war nicht nur eine Frage der guten Logistik und der Baumaterial und weiß ich was alles, sondern dass dieses Projekt zum Ziel kam, war eine Sache des Gebetes, dass diese Personen hier gebetet haben. Genauso Kapitel 4, Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott. Wir aber beteten zu unserem Gott. Und dieses ganz besondere Beten, das durften sie hier erleben. Und dann tatsächlich erfahren, dass der lebendige Gott auf dieses Beten hin reagiert. Aber das Beten hilft dem Nehemia, die geistliche Perspektive zu bekommen. Das eine war, ich habe was zu schaffen. Das ist anstrengend und muss getan werden. Das zweite ist, ich habe zu beten. Ich muss dieses Ding mit meinem Gott im Gebet durchgehen, damit es nicht bei mir selber hängt, sondern es jetzt zum Projekt meines Gottes ist, was es ja auch ist und bei einem Projekt meines Gottes bleibt. Und wenn dann diese geistliche Perspektive da ist, dann lässt sich dieser Nehemia nicht mit hineinziehen in den Schlund der Furcht und den Schlund der Resignation. Nicht, weil der so ein toller Held war, sondern weil er durch das Gebet eine klare geistliche Perspektive bekam und dann sagen konnte, als wir dann sahen die Furcht, dann machte ich mich auf zu den Vornehmen, den Ratsherren, dem übrigen Volk und sprach, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, ganz bewusst Aufbau, geistlicher Aufbau, aus der Gebetswelt herauskommend, konnte er sie ermutigen. Kapitel 4, 14, unser Gott wird für uns streiten. Das heißt, die geistliche Dimension kommt da rein. Es wird gearbeitet und im Gebet und Aufbau geschieht die geistliche Dimension. Und das ist der dritte Bereich. Der dritte Bereich, den wir entdecken, ist, dass nun das Stichwort von diesem Wachen auftaucht. Hier wurde gewacht. Das ist ja beschrieben, ich muss jetzt nicht nochmal alle Details hinkriegen. Sie haben ja gemerkt, wir können dieses Projekt nicht einfach so einfach schlicht durchführen. Das haut nicht hin. Wir müssen Wachen aufstellen. Dann werden wir erstmal in die Breschen da reingestellt und dann merkt man, das reicht immer noch nicht. Dann muss man die halbe Mannschaft noch ausrüsten mit einem Eimer für den Schutt und dabei Waffen auf der anderen Seite. Man braucht Teams in der Nacht aufpassen an den unterschiedlichen Stellen. Das Ganze ist auch logistisch ein bisschen unübersichtlich. Man macht also einen Schofarbläser, der ganz persönlich neben dem Nehemia immer mitlaufen muss, dass man sofort Alarm blasen kann, wenn irgendwo eine Attacke da durchläuft und so organisiert man also ein ganz, ganz wichtiges Wachsystem. Und der Wachende ist der Bewaffnete.
Und damit sind wir mittendrin im Paulus, mittendrin im Epheserbrief, mittendrin in der geistlichen Waffenrüstung. Die standen nicht im Schlafanzug da auf ihrer Mauer, sondern die waren geistlich bewaffnet, die hatten sich entsprechend gerüstet, die waren sich bewusst, dass das, was sie so Tag für Tag zu leben hatten, in einem Wachzustand zu leben war. Das Wachen der Jesusleute ist eine ganz entscheidende Befähigung, durch den Wahnsinn der Zukunft hindurchzukommen. Nicht nur zu arbeiten, ja, und zu beten und geistig zu ermutigen, sondern wachsam zu sein. Zu gucken, wo kommt denn der Feind von außen, wo kommt er von innen? Wo zieht mich der Feind in den Schlund der Resignation und Entmutigung und Faulheit? Wo kommt der Feind von außen und macht mit Spott und Attacken mir das Leben schwer? Da muss ich wachsam sein, das muss ich sehen. Manchmal vernachlässigen wir diesen Bereich. Da sagen wir sind doch schon ganz fleißig und treu und wir haben auch schon gebetet, aber wir müssen die Augen aufmachen. Warum läuft was nicht, wie es läuft? Warum bricht die halbe Truppe weg? Warum funktioniert dieses Projekt nicht? Warum sind die so beleidigt? Was läuft denn da gerade ab? Warum sind die so müde? Wo steht denn der Feind gerade rum? Welche Attacken laufen denn? Das heißt, das Wachen ist eine entscheidende Größe in diesem geistlichen Projekt. Es sind so unterschiedliche Kräfte, die da sind, die so schnell ein Projekt zum Scheitern bringen können, dass wir miteinander neu lernen dürfen zu wachen. Da kommt Missgunst auf, da kommt Faulheit auf, da ist ein blödes Missverständnis, was alles in eine schiefe Ebene bringt. Da können sich zwei nicht mehr leiden und gehen sich aus dem Weg. Da ist Überforderung an der nächsten Stelle. So viele Dinge. Hallo Radar, wach sein, geistlich wach sein, um zu sehen, was läuft denn da gerade ab. Und so stehen diese Wächter in der Bresche, die stehen oben herum, die stehen nachts da, die passen auf, die sind bewaffnet, während sie da ihren Schutt wegtragen. Und sie stehen vor uns als ein Leitbild aus dem Neuen Testament. Wir haben mit wachen Augen zu sehen, wo der Feind in den unterschiedlichsten Varianten in unserem eigenen kleinen geistlichen Leben, in unseren geistlichen Gemeinschaften und Gruppierungen versucht, über die verschiedensten Methoden ein Projekt zu diskreditieren und wieder auf Null runterzuführen. Augen auf! Und jetzt dürfen die tatsächlich erleben, diese Truppe aus Arbeitenden, Betenden und Wachenden, die dürfen erleben, dass Gott es gut macht. Nein, vorher war es leichter, ich weiß, der Anfang war so nett. Und dann war man so ein Bautrupp, hat noch ein paar Liedchen gesungen und dann die Kelle geschwungen. Das war, so soll es weitergehen. Nein, so ging es nicht weiter. Und dann kam der ganze Mist, man wollte alles aufgeben. Und dann kriegt man ein Upgrade. Trotz der Not, trotz der Schwierigkeit, trotz der Last wird das Werk weiter fortgesetzt. Weil da Männer und Frauen sind, die arbeiten, die beten und die wachen. Und was macht Gott? Da lässt er zum Beispiel aus den Ortschaften drumherum dann doch die Pläne durchsickern. Die sickern rechtzeitig durch, die kommen da in der Heeresleitung bei Nehemia an. Der kriegt das mit. Als wir das hörten, stellte man sich auf, unten hinter Mauern, offenen Stellen. Und dann kommt das ja raus und dann merken die tatsächlich, es wurde ihnen kundgetan, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Ihre Planungen sind ins Leere gelaufen. Dann kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück und dann jeder wieder an seine Arbeit. Das haben sie erlebt. Und wissen Sie, was sie auch noch erlebt haben? Dazu müssen wir allerdings, stimme ich jetzt zu, ein bisschen weiterschauen, nämlich in Kapitel 6, Vers 15, lesen wir den schlichten Satz und die Mauer wurde fertig. Und die Mauer wurde fertig. Nein, Tobia war immer noch verrückt und Sanballat drehte seine irren Runden und auch der Aschditter und Ammon und Araber, die waren alle immer noch am Rumkreisen, waren alle immer noch da. Und die Mauer wurde fertig. Da haben Männer und Frauen im Namen Gottes gearbeitet, gebeten der geistlichen Ermutigung und gewacht, damit das Projekt, damit der Schritt, damit der Gehorsamsteil, den Gott ihnen aufgetragen hatte, auch tatsächlich zu dem Ziel kommen konnte. Und so macht das Gott seither immer. Er macht es immer noch so.
Da gibt es gute Nachrichten von Ihnen und von mir, von Ihrer Gemeinde, unserer Gemeinde. Gute Nachrichten aus Jerusalem. Gutes ist geschehen. Dann gilt aber auch, es ist zu erwarten, dass Anfechtungen, Schwierigkeiten, dass Gegenwind, Belastung kommt. Das ist zu erwarten. Rechnet mit dem Spott, rechnet mit den Attacken, rechnet mit der Fäulnis von innen, rechnet damit. Aber es wird besser, es wird besser. Am Ende wird es besser, weil da gearbeitet wird und gebetet und gewacht und die Mauer wird fertig. Jetzt beten wir auch. Herr, wir stehen Hand in Hand, deren Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Heer aller Himmel, Erd und Meer. Wetter leuchten allerwärts, schenke uns das feste Herz. Deine Fahnen ziehen voran, führ auch uns nach deinem Plan. Welten stehen um dich im Krieg, gib uns teil an deinem Sieg. Mitten in der Höllennacht hast du ihn am Kreuz vollbracht. In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit, zeig den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Mach in unserer kleinen Schar Herzen rein und Augen klar, Wort zur Tat und Waffen blank, Tag und Weg voll Trost und Dank. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Amen. Thank you.
Wir stellen uns unter die Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Vielleicht schon morgen.